Mein Name ist Alexander Wagner. Mein Vater wird hier festgehalten. Ich will auf der Stelle zu ihm. Tut mir leid, Herr Wagner, das geht nicht so einfach. Und ob das geht, natürlich. Das ist mein gutes Recht. Tut mir leid, Herr Wagner, das geht nicht so einfach. Ich will sofort zu meinem Vater und lassen Sie mich los. Beruhigen Sie sich erst mal. Ist denn hier los? Ich bin Alexander Wagner. Mein Vater ist unschuldig. Sie dürfen ihn hier nicht festhalten. Sie führen sich hier erstmal nicht so auf. Ich sag Ihnen jetzt, wie es geht. Ihr Vater ist im Moment noch in der Vernehmung. Wir warten noch auf eine Zeugin. Dann im Anschluss wird der Staatsanwalt entscheiden, ob Haftbefehl beantragt wird oder nicht. Diese Beschuldigungen sind völlig absurd. Wir leiten ein erfolgreiches Unternehmen und lassen uns von Ihnen keinen Mord anhängen. Oje, das hört sich aber überhaupt nicht gut an. Nein, aber immerhin fährt das Ding. Das ist doch nett von Ihrer Freundin, dass sie uns den Wagen überlassen hat. Ja, auf Tamara konnte ich mich wirklich immer verlassen. Sie haben was gesagt wegen der Waffe. Die haben immer noch nichts gefunden. Das ist das Problem. Deswegen haben die vor, ihn um 18 Uhr gehen zu lassen. Sie haben mir der Polizei gesagt, von welcher Tatwaffe wir da reden. Von diesen Wannsee, ich kann es jetzt mittlerweile, Radmutterschlüssel, ne? Ja, aber ich weiß nicht, ob der Kommissar das noch gehört hat, weil da war die Verbindung dann schon weg. Aber wenn wir jetzt den Radmutterschlüssel finden, dann wäre ja der Ingo Wagner überführt, oder? Ich kenne mich super aus in der Firma. Wenn wir da hinfahren und das Ding finden, ich kann mir ungefähr vorstellen, wo er den versteckt hat. Ich habe aber keine Zeit. Ich will nicht, dass die Polizei sich irgendwie verpflichtet fühlt, um 18 Uhr ihren Chef gehen zu lassen. Aber was ist, wenn in der Zwischenzeit jemand den verschwinden lässt? Egal, Sie machen Ihre Aussage. Das wird reichen, damit ein Ermittlungsrichter Haftbefehl erlässt. Das läuft ja überhaupt nicht mehr hier. Was ist denn jetzt los? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Meld. Jetzt geht überhaupt nichts mehr. Gibt's einfach nicht! Also, Herr Wagner, meine Zeugin hat ausgesagt, dass die Kopfverletzung von der Lampe nicht von seinem Sturz stammt. Also, wollen Sie mir jetzt endlich sagen, was Sie darüber wissen? Ach ja? Wo ist sie denn, Ihre Zeugin? Nochmal, es gab keinen Mord. Das war ein Unfall. Es gibt weder eine Tatwaffe noch einen Zeugen. Und auch kein eindeutiges Obduktionsergebnis. So wie ich das sehe, hat überhaupt kein Verbrechen stattgefunden. Es passt Ihnen natürlich jetzt hervorragend, dass die einzige Zeugin zu der Tat auf dem Weg hier zur Dienststelle von zwei Unbekannten aufgehalten wird. Und das wollen Sie mir jetzt auch noch anhängen? Sie sind aber fleißig. Nochmal, ich sitze die ganze Zeit mit meinem Anwalt hier. Also habe ich ja wohl ein Alibi. Sie dürfen sich jetzt schon langsam mal beeilen. Denn in knapp anderthalb Stunden bringe ich meinen Mandanten zum Flughafen. Und Sie können nichts dagegen machen. So, es muss hier irgendwo dieser blöde Hebel sein. Hier. Ja, aber so kommen wir nie rechtzeitig zum Kommissariat. Ich sag's gleich, ich habe keine Ahnung von Autos. Aber wir müssen das Ding irgendwie zum Laufen bringen. Ich meine, es sieht doch alles irgendwie ganz normal aus, oder? Hier, da brauchen wir keinen Fachmann für sein. Sauber durchgeschnitten. Muss passiert sein, als wir bei Frau Sievers telefoniert haben. Gibt's doch nicht. Aber das waren doch gerade mal ein paar Minuten. Das waren bestimmt diese Männer. Wir müssen dringend telefonieren. Ich meine, es kann doch nicht wahr sein, dass wir beide kein Telefon haben. Ich glaube, einen guten Kilometer darunter, da ist eine Tankstelle. Und da können wir dann telefonieren. Okay, dann gehen wir da schnell hin. Aber vorsichtig, wegen der beiden Typen. Und Heller wird's auch nicht gerade. Ja, komm los. Tamara, mach auf, ich suche Pauline. Was willst du denn hier? Wo ist Pauline? Darf ich reinkommen? Das kannst du vergessen. Komm, du versteckst sie, gib's zu. Und wenn ich Pauline verstecke, was willst du dann tun? Lass mich und Pauline in Ruhe. Dein Auto steht nicht in der Einfahrt. Das habe ich verkauft. Verkauft, klar. Für wie blöd hältst du mich? Pauline war bei dir und du hast ihr dein Auto gegeben, richtig? Ja komm, sag, wo ist sie hin? Was macht sie? Ich werde nicht zulassen, dass Pauline gegen meinen Vater aussagt. Ich werde nicht zulassen, dass meine Freundin Lügen über meine Familie verbreitet. Verpiss dich und kümmere dich um deinen Scheiß.
Sie, in einer Stunde wird Ingo Wagner wahrscheinlich die Polizei verlassen. Ich denke nicht, dass die Polizei ihn weiter bei sich behalten wird, ohne ihre Aussage. Mensch, ich meine, nach diesem Gelände muss doch endlich die Hauptstraße kommen. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich meine Aussage einfach lieber nicht machen. Was ist denn auf einmal los? Gestern Abend, da hatte ich noch einen guten Job und eine glückliche Beziehung. Und jetzt kann ich beides vergessen, meine Arbeit und meinen Freund. Ich meine, Alex, der hat mir einfach mal so zwei Killer auf den Hals gehetzt, um mich umzubringen. Wir müssen nach vorne schauen. Das wird wieder. Ganz sicher. Aber bitte, wir müssen weiter. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann doch nicht mein ganzes Leben lang einfach weglaufen. Nein, Sie sollen nicht weglaufen. Sie müssen aussagen. Erst wenn Ingo Wagner im Gefängnis ist, können Sie wieder in Ihr altes Leben zurückfinden. Erst dann sind Sie sicher. Und im Übrigen ist noch nicht geklärt, dass sein Sohn, Ihr Freund, Alexander, hinter der ganzen Sache steckt. Bitte, kommen Sie. Ja, Sie haben ja recht. Geht das mit Ihrem Fuß denn? Was haben Sie eigentlich da gemacht? Ja, ich bin vorhin einfach umgeknickt. Geht's? Es geht schon. Die haben uns gefunden. Schnell, da rein, los! Sie verfolgen uns immer noch. Kommen Sie. Das schaffen wir doch nicht. Ich kann nicht mal mehr richtig laufen und die haben Auto und Waffen. Das schaffen wir nicht. Zu zweit schaffen wir es vielleicht nicht, aber wenn Sie einen Ausgang finden und ich die beiden weiter aufs Gelände locke, dann haben wir eine Chance. Sie gehen so schnell, es geht zur Tankstelle und rufen die Polizei an, okay? Sie wollen, dass wir uns jetzt trennen? Ja, und zwar sofort. Noch denken die, wir sind zu zweit unterwegs, dann kann ich Sie von Ihnen ablenken. Verstehen Sie? Hier sind Sie lang, gleich haben wir Sie. Aber ich kann Sie doch nicht mit denen alleine lassen, die bringen Sie doch hoch. Mir fällt schon was ein. Gehen Sie da lang, schnell! Verschwinden Sie, schnell! Juri, ja, wir sind dran. Wir suchen Sie. Sicher, wir haben Sie gleich. Nein! Nein! Okay, verstanden. Und? An unserem Auftrag hat sich nichts geändert. Die Kleine muss verschwinden. Aus dem Gebäude raus sein. Lass uns mal nach vorne gucken, zur Straße. Sie muss ja irgendwie vom Gelände runter. Und da greifen sie uns am Haupteingang. Okay. Das war knapp. Der andere Weg hat mir wirklich das Leben gerettet. Also. Die beiden Typen haben Auftraggeber. Irgendjemand will meine Mandantin für immer zum Schweigen bringen, nur wer? Wir müssen dringend die Polizei einschalten. Wer verteilt hier die Aufträge? Ich habe keine Ahnung. Ingo Wagner kann es nicht sein, er ist bei der Polizei. Aber vielleicht sein Sohn. Alexander Wagner. Was machen Sie da? Der Wagen war nicht verschlossen. Der Zündschlüssel steckt ja noch. Ich dachte eigentlich, dass meine Freundin mit Tamaras Klapperkiste unterwegs ist. Ich wusste nicht, dass sie ihr Auto einem Freund geliehen hat. Dann sind Sie der Sohn von Ingo Wagner. Ja, kennen Sie meinen Vater? Sie haben die Killer auf den Hals gehetzt. Sie haben die Killer auf den Hals gehetzt. Was sind für Killer? Tun Sie nichts auch. Sie wissen genau, wovon ich rede. Sonst wüssten Sie auch nicht, dass der Wagen hier steht. Pauline fährt immer hier durch, wenn sie von Tamara in Richtung Stadt fährt. Das ist eine Abkürzung. Sie wollen nicht, dass sie gegen ihren Vater aussagt. Habe ich recht? Wovon sprechen Sie überhaupt?
Wer sind Sie eigentlich? Der Verduch ist mein Name. Ich bin der Anwalt von Frau Jansen. Aha. Ich wäre jetzt gerne mit Frau Jansen bei der Polizei, damit sie da ihre Aussage machen kann. Verstehen Sie das? Da will Pauline also immer noch diese Lügen über meinen Vater verbreiten. Sie will keine Lügen verbreiten. Wenn sie lügen würde, ja? Warum würde dann jemand wollen, dass sie umgebracht wird? Warum? Umbringen? Machen Sie Witze? Das kann unmöglich mit meinem Vater zu tun haben. Er ist doch kein Mörder. Sehe ich aus wie jemand, der Witze macht? Sehe ich so aus? Seit einer Stunde versucht man, uns umzubringen. Seit einer Stunde. Und Sie lassen Ihre Freundin ja auch nicht in Ruhe. Ich versuche nur zu verhindern, dass Pauline mal Lügen über meinen Vater oder ihre Familie verbreitet. Pauline ist meine große Liebe. Ich würde ihr nie etwas antun. Das soll ich Ihnen glauben, ja? Ich schwöre Ihnen, ich habe keine Ahnung, wer diese Männer auf Pauline angesetzt hat. Geben Sie mir Handy. Geben Sie mir Handy. Ich will sehen, wen Sie angerufen haben. Ich habe mit niemandem telefoniert. Ich habe versucht, Pauline anzurufen, aber sie geht nicht ran. Ich glaube Ihnen, dass Sie Ihrer Freundin nichts tun wollen. Aber Ihnen ist klar, dass Sie in höchster Gefahr schwebt. Wo ist Pauline jetzt? Ich hoffe, bei der Tankstelle. Sie will die Polizei dort anrufen. Wenn die beiden Typen sie finden, ist sie tot. Was kann ich dir jetzt tun? Mir Ihr Auto geben. Das ist doch Ihr Auto, oder? Ja. Kommen Sie. Sie haben nichts dagegen, dass ich fahre. Nö. Gut. Jetzt lassen Sie mich doch mit Ihren Vorwürfen in Ruhe, Herr Kosberg. Ich werde dafür sorgen, dass Sie gewaltige Probleme bekommen. Geschenkt. Wenn Sie Ihren Mandanten gegen seinen Willen festhalten werden und er seinen Flieger verpasst, dann können Sie sich auf eine Dienstaufsichtsbeschwerde freuen. Ich habe noch 50 Minuten. Ihr Mandant wollte noch so lange bleiben, oder? Hat das denn plötzlich so eilig, zum Flughafen zu kommen? Gut, dann warten wir halt noch etwas für Sie. Was soll denn schon in 50 Minuten passieren? Guten Tag, Rechtsanwalt Lukas. Bitte verbinden Sie mich schnell mit Kommissar Niebler. Ja, Herr, stell durch. Kommissar Niebler, hallo? Herr Lukas, Sie wollten doch schon längst mit Frau Jansen hier sein. Was denn los? Das heißt, sie hat sich nicht bei Ihnen gemeldet? Nein, hat sie nicht. Ich hatte gehofft, dass sie längst bei Ihnen ist oder dass sie wenigstens angerufen hat. Ist sie denn nicht bei Ihnen? Nein, wir mussten uns trennen. Wir sind aufgespürt und verfolgt worden. Neben mir steht Alexander Wagner. Er hat mit der Verfolgung wohl nichts zu tun. Wir müssen unbedingt Frau Jansen finden. Ja, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Ich helfe Ihnen zu suchen. Wenn sie hierher kommt, dann kann auch ein Kollege die Aussage aufnehmen. Hauptsache, sie sagt uns, was sie gesehen hat. Wo sind Sie denn jetzt genau? In der Nähe von der Gaußstraße, auf dem alten Fabrikgelände. Gut. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ich schicke Ihnen noch schnell meine Handynummer zu. Das ist nett. Bis gleich. Tschüss. Also, sie ist weder auf der Polizeidienststelle aufgetaucht, noch hat sie angerufen. Vielleicht hat Pauline ja woanders Schutz gesucht, nachdem sie sich von Ihnen getrennt hat. Klar, möglich, aber ich meine, hier ist doch nichts weit und breit. Außer Tamaras Haus. Na gut, Sie meinen, dass sie zu Ihrer Freundin nochmal zurückgekehrt ist. Bevor Sie was, das könnte sein. Los, dann fahren wir schnell hin. Ich werde Niebler informieren, aber das mache ich später per SMS. Kommen Sie, wir fahren schnell los. Ist ja ganz gut, wenn wir Schlüssel auch für das Haus hier haben, ne, dass er uns den dran gelassen hat. Aber trotzdem, keine Spur von Pauline oder Tamara. Ja. Man hatte fast den Eindruck, sie hat fluchtartig das Haus verlassen. Und in den anderen Zimmern herrscht auch Chaos. Das ist ja mein Vater. Gehen Sie mal her. Mit Frau Sievers zusammen. Sind die beiden ein Paar? Nein, mein Vater ist schon lange verwitwet. Der hat vielleicht hier und da ab und zu mal eine Frauengeschichte, aber nichts Festes. Ja, aber Entschuldigung, das ist doch ein ganz typisches Pärchenfoto. Ich meine, kann es sein, dass Ihr Vater mit Frau Sievers eine Beziehung hat? Nein, mein Vater hat keine Freundin. Also keine, von der ich wüsste. Naja, jetzt gehen wir mal davon aus, die beiden hätten eine Beziehung. Da stellt sich ja schon die Frage, warum Ihr Vater und Frau Sievers die Beziehung Ihnen gegenüber und gegenüber Frau Jansen geheim halten. Keine Ahnung. Ich hätte mich ja für die beiden gefreut. Ich sage Ihnen, was hier läuft. Die beiden spielen ein doppeltes Spiel. Das darf nicht wahr sein. Dann ist ja mein Vater doch schuldig. Aber das kann doch nicht sein.
Frau Sievers hat ihr eigenes Auto manipuliert. Sie hat die eigene Telefonleitung gekappt, damit ihre Freundin keine Aussage gegen ihren Vater machen kann. Im Zweifel hat sie auch die beiden Typen auf sie angesetzt, damit die Freundin sterben sollte, damit sie endgültig den Mund hält. Aber wenn Sie recht haben und Pauline bei Tamara Schutz gesucht hat, dann ist sie ja ihrer Widersacherin direkt in die Hände gelaufen. Genau davon gehe ich aus. Ja, und wo sind die beiden jetzt? Keine Ahnung, aber ich nehme an, dass ihre Freundin Frau Sievers von der Tatwaffe erzählt haben wird. Dann suchen die jetzt nach dem Ding. Und Frau Jansen hat keine Ahnung davon, dass Frau Sievers alles tun wird, die Tatwaffe verschwinden zu lassen. Ich will ganz schnell ihr Handy. Ich muss Kommissar Niebler anrufen. Ja. Dankeschön. Wir hätten doch erst zum Kommissariat fahren sollen. Der Radmutternschlüssel beweist deine Aussage. Er macht dich noch glaubhafter. Ja, aber Herr Lukas meinte vorhin, dass die Tatwaffe erstmal gar nicht so wichtig ist. Ingo Wagner hat auch einen Anwalt und der wird dich auseinandernehmen, wenn es nur den kleinsten Zweifel an deiner Aussage gibt. Verdammt, aber uns bleiben dann nur noch 13 Minuten, um dieses Ding zu finden und dann damit irgendwie zum Kommissariat zu kommen. Ach, kein Problem. Wenn wir ihn gefunden haben, dann rufen wir einfach dort an. Was machst du da? Yes, Herr Wagner hat hier ein paar Verstecke. Und ich habe mal gesehen, wie er hier in dem Safe seinen Whisky deponiert hat. Und wenn er irgendwas verstecken will hier in der Firma, dann ist das... Hier ist das Ding. Du musst gar nichts beweisen. Gib mir das Ding. Ich habe ein One-Way-Ticket in die USA zusammen mit Ingo. Niemand kann uns aufhalten und schon gar nicht du, Mauerblümchen, du. Du steckst mit Ingo Wagner unter einer Decke? Wir wollten uns schon seit Monaten absetzen. Aber dafür brauchten wir ein bisschen Kapital. Wenn Rüdiger Lampe nicht so neugierig auf die Konten gestarrt hätte, dann wäre er jetzt noch im Leben. Und ich würde schon lange in der Sonne liegen mit Ingo. Ich hab dir vertraut. Ich dachte, wir wären Freundin. Tja, das war dann wohl ein Fehler, ne? Polizei, keine Bewegung! Verdammte Scheiße! Hände hoch! Los hin! Sie sind vorläufig festgenommen. Herr Lukas, Herr Wagner. Hallo, schön, Sie zu sehen. Herr Niebler. Ihr Tipp mit der Firma war gut. Ich denke mal, das sind die beiden Typen, die Sie und Frau Jansen angegriffen haben. Allerdings. Ja, dann führt sie mal ab. Und du, Patrick, kommst bitte gleich wieder zur Verstärkung. Wissen Sie schon, was mit Frau Jansen ist? Ja, wie geht es, Pauline? Weiß ich auch nicht. Wir sind gerade erst gekommen. Wir haben die beiden Typen hier gesehen. Ich denke mal, Frau Jansen wird drin sein, sonst werden die hier nicht gewesen sein, um Schmiere zu stehen. Lass uns hier schnell reingehen. Ja. In der Fertigungshalle war niemand. Wo ist das Büro Ihres Vaters, sagen Sie? Keine Bewegung! Wo ist Pauline Jansen? Ihr Schweine! Ach, leck mich! Verdammtes Mist! Was hast du denn, Pauline? Herr Wagner, hey! Hören Sie auf! Frau Jansen, gleich! Gleich! Oh, ein Glück. Sie haben es geschafft. Was willst du denn hier? Ihr Freund hat mir geholfen, sie zu finden. Er hat mit den Machenschaften seines Vaters nicht das Geringste zu tun. Ich habe nicht gewusst, was für ein Schwein mein Vater ist. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es tut mir so leid, Pauline. Frau Jansen, eine Kleinigkeit wäre allerdings noch. Wenn Sie mir jetzt bitte sagen könnten, was gestern passiert ist, dann können wir Ingo Wagner weiter festhalten und die Staatsanwaltschaft kann endlich Haftbefehl beantragen. Okay. Komm, bitte. Ohne Sie hätte ich es nie geschafft. Ich hatte versprochen, dass ich Ihnen helfe. Danke. Der Kuss hat gut getan. Und er steht für viel. Er steht für eine erleichterte junge und vor allem gesunde Frau. Dem Mut von Frau Jansen ist es zu verdanken, dass Ingo Wagner des Mordes überführt werden wird. Und auch Frau Sievers wird mit ihren beiden Handlangern angeklagt werden, unter anderem wegen versuchten gemeinschaftlichen Mordes. Ich merke, wie jetzt der ganze Stress von mir abfällt. Das war zum Teil wirklich verdammt knapp. Ich bin froh, wie alles ausgegangen ist. Und ich denke, ich werde heute auch noch jemandem einen Kuss geben.